Die Potenzgesetze. Potenzen sind also solche Darstellungen, a Quadrat zum Beispiel, wo das kleine 2 da oben bedeutet, dass ich a mal a rechne. Hier a mal a mal a mal a. Da gibt es Gesetze, die ich jetzt hier direkt mit Zahlenbeispielen illustriere. A mal a mal a mal a mal a mal a. Das gibt ja insgesamt dann 6-mal hintereinander geschrieben, das a mit dem Multiplikationszeichen dazwischen. Das gibt dann a hoch 6. Oder ausgeschrieben a hoch 2 plus 4. Also ich kann die beiden Exponenten addieren. Und das darf ich dann auch wirklich tun. Und dann habe ich a hoch 6. A hoch 4 durch a hoch 3. Die gleiche Überlegung. Das ist ja ausgeschrieben a mal a mal a mal a. Das ist ausgeschrieben a mal a mal a. Da kann ich kürzen und erhalte a hoch 1 in dem Fall. Also ausgeschrieben a hoch 4 minus 3. Jetzt werden die Exponenten subtrahiert und erhalte nachher a hoch 1. Und hoch 1 ist dasselbe wie a selbst. Wiederum ausgeschrieben könnte man sich vorstellen a hoch 4 hoch 3. Das ist also 4-mal hintereinander das a geschrieben und das Ganze dann auch noch 3-mal hintereinander, immer mit Multiplikationszeichen dazwischen. Das gibt dann a hoch 4 mal 3 oder a hoch 12. Also hoch hoch gibt eine Multiplikation der beiden Exponenten. Wenn die beiden Exponenten gleich sind, aber die beiden Basiswerte nicht, dann darf ich die Exponenten in eine Klammer schreiben und schreiben a mal b hoch 4. Gemeint ist damit eben, dass das 4 dann separat zählt für die beiden einzelnen Faktoren hier in der Klammer. Dann noch eher eine Definition, die aber sehr praktisch ist, gerade im Zusammenhang mit diesen anderen Regeln. Die dritte Wurzel aus a kann man auch als Potenz schreiben, nämlich a hoch 1/3. Also eine Wurzel wird mit so einem Bruch im Exponenten geschrieben. Und nochmals eine Definition, 1 durch a hoch 3 kann man schreiben, das haben wir vorher schon mal benutzt bei den Zahlensystemen, das ist dasselbe wie a hoch minus 3. Man kann sich irgendwie so ein bisschen vorstellen, wie wenn da dieser Bruchstrich dann das ist ein Minuszeichen wird, so als Faustregel. Diese Potenzgesetze werden sehr, sehr häufig gebraucht, insbesondere auch zusammen mit 10er Exponenten und so. Also die muss man wirklich gut können, um da nicht mit dummen Flüchtigkeitsfehlern dann zu scheitern am Schluss. Insbesondere darf man nicht meinen, dass man da so etwas wie hier auch bei Additionen verwenden darf. Also wenn man da irgendwie sowas hat, a hoch 2 plus a hoch 3 oder so. Dass man damit dann etwas macht wie a hoch, ich weiß nicht, a hoch 5 oder so. Das ist natürlich total falsch. Also kann man nichts machen, man kann höchstens a Quadrat ausklammern. Das wäre eine Variante a Quadrat und dann hat man noch 1 plus a in der Klammer. Das kann was bringen.